Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Mali-Einsatz der deutschen Bundeswehr ist, wenn man es im Zusammenhang sieht, auch mit der Ausbildungsmission der Europäischen Union, der größte Einsatz. Und ich glaube, er gehört auch zu den gefährlichsten Einsätzen, die die Bundeswehr derzeit im Ausland absolviert. Ich erinnere an den tragischen Hubschrauberabsturz am 26. Juli 2017. Und wir haben in einer ergreifenden Trauerfeier in Fritzlar von den beiden Kameraden Abschied genommen, die ihr Leben gelassen haben im Einsatz für die Bürger Malis und auch natürlich für die Bundesrepublik Deutschland. Das war die dunkelste Stunde der Bundeswehr in diesem Jahr, dass wir in diesem Auslandseinsatz leider eben auch zwei gefallene Soldaten beklagen mussten. Aber der Einsatz, der nun circa 5 Jahre läuft, ist ein ausgesprochen erfolgreicher Einsatz, gemessen an dem, was die Situation war, als wir Frühjahr 2013 die Arbeit dort aufnahmen. Die Kollegin Möller hat darauf hingewiesen. Das Land war komplett am Kippen. Die Hauptstadt Bamako stand kurz vor der Besetzung durch Rebellen. 450.000 Binnenvertriebene waren innerhalb Malis unterwegs. Die Tuareg, aber auch die islamistischen Terroristen haben Kinder rekrutiert, als Soldaten und als Kanonenfutter in die Gefechte geschickt. Die Zahl der Bombenexplosionen ging rapide nach oben und es war ganz knapp davor, dass dieses Land komplett der Kontrolle entgleitet. Die Franzosen haben dann den ersten Schritt getan und wir haben uns bald angeschlossen und haben auf der Basis des UN-Mandats unseren Beitrag dazu geliefert, dass dieses Land zusammengehalten wurde, dass es stabilisiert wurde und dass heute tatsächlich wieder zivile Hilfsorganisationen im Land sich freier bewegen können, als das früher der Fall war, dass sie ihrer Arbeit nachgehen können. Wir sind noch weit entfernt von einem durchschlagenden Erfolg, einer sich selbst tragenden Entwicklung in Mali. Die Regierung braucht unsere Unterstützung. Deswegen ist es richtig, dass wir dieses Mandat auch verlängert haben. Und wenn man sich die geografische Lage Malis anguckt, wird einem auch klar, es ist nicht nur für Mali, sondern auch für die gesamte Region des westlichen Afrikas von enormer Bedeutung, dass wir den Vormarsch des Terrorismus aus den destabilisierten Regionen Libyens über die Wüste in den westlichen Teil Afrikas eben stoppen und dass Mali eben nicht das Durchmarschland für Terroristen und Gewalttäter und für Menschenschlepper in der Region wird. Die Bundeswehr hat ganz konkret in Goa von den Niederländern die wichtige Aufgabe genommen, das dortige Lager Castor zu sichern, zu organisieren und von dort Aufklärung zu betreiben, auch die medizinische Versorgung der gesamten UN-Truppen in dieser Region sicherzustellen durch die Medivac-Kette der Hubschrauber. Wir sind mit dieser Hochwertfähigkeit der Hubschrauber, Transporthubschrauber NH90 und Kampfhubschrauber eben dort vertreten. Da passierte auch dieser schreckliche Unfall. Und wir setzen darauf, dass diese Hochwertfähigkeit im Frühsommer abgelöst wird, vermutlich durch belgische und andere Soldaten, möglicherweise dann in einer nächsten Welle, als nächster Zyklus vielleicht auch durch die Kanadier, was mich besonders freuen würde, auch als transatlantischer Koordinator, dass wir die Kanadier wieder mit ins Boot bekommen. Aber wir müssen auch die Bundesregierung bitten, nicht innezuhalten in der Forderung innerhalb der Völkergemeinschaft, dass wir solche Hochwertfähigkeiten, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Soldaten im Unglücksfall oder im Gefechtsfalle, wenn sie verletzt, verwundet werden, so zu evakuieren mit den Hubschraubern, dass wir diese Hochwertfähigkeiten auch tatsächlich rollierend unter den Nationen einsetzen, die das können, dass diejenigen, die sich bereit erklären, reinzugehen, nicht dann dastehen als diejenigen, die sozusagen darum betteln müssen, dass sie eines Tages abgelöst werden, sondern dass wir ein vernünftiges, rollierendes System haben, in dem dann auch die Bundeswehr ihren festen Bestandteil hat, aber in dem wir eben auch wissen als Bundeswehrsoldaten, wir können nach 12 Monaten oder nach 18 Monaten auch wieder rausgehen und uns darauf verlassen, dass die Fähigkeit erhalten bleibt. Denn die Fähigkeit, Soldatinnen und Soldaten im Falle eines Gefechts oder eines Unglücks innerhalb einer goldenen Stunde in eine vernünftige medizinische Feldlazarettversorgung zu bringen und damit ihr Leben zu retten, ist eine absolut unverzichtbare Fähigkeit, wie wir sie ja auch nicht nur in Mali, sondern auch zum Beispiel in Afghanistan dringend brauchen.
Wir sind dafür, dieses Mandat fortzusetzen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wird dem zustimmen. Und wir bitten die Kolleginnen und Kollegen des Hohen Hauses, dies ebenfalls zu tun. Und wir wünschen den Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, 950 allein bei MINUSMA, eine glückliche Heimkehr nach ihrem Einsatz. Und die, die unten bleiben müssen, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Jürgen Hart. Bevor ich den nächsten Redner